Ich bin fertig für einen langen Tag voller geistiger Anstrengung. Meine Lunchbox ist in der Tasche, mein Frühstücksdrink in der Hand. Da kann es ja jetzt direkt losgehen. Aber halt! Erstmal ganz von vorn. Hallo, ich darf heute eine neue Aktion von Magnolia hier auf meinem Kanal eröffnen, bei der ihr übrigens auch etwas gewinnen könnt. Viele von euch haben sicherlich schon durch das Video von der Obacht auf dem Kanal Parkstraße und Schlossallee hierher zu meinem Kanal gefunden. In ihrem Video erklärt die liebe Obacht auch, was ihr tun müsst, um zu gewinnen und um was es überhaupt geht. Und ich verlinke euch das Video auch nochmal unten in der Infobox, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Werde aber auch nochmal ganz kurz erklären, um was es im Allgemeinen geht, also ganz kurz und knapp. Und zwar werden jetzt 14 YouTuber innerhalb von 7 Tagen, also quasi 2 YouTuber pro Tag, ein Video zum Thema Back to School hochladen. Jeden Tag gibt es eine Tagesfrage, die von 2 YouTubern beantwortet wird. Euer Ziel ist es, diese beiden Antworten von den jeweiligen YouTubern, die pro Tag eben ihr Video hochladen, zu finden. Wenn ihr in den 7 Tagen alle Antworten gefunden habt, könnt ihr etwas super, super Tolles gewinnen, nämlich eine ganz, ganz coole hellblaue Schultasche, die euch auch die Obacht in ihrem Video zeigt. Und das Tolle daran ist, diese Tasche ist wirklich super gut geeignet für die Schule, weil eben auch ein 15-Zoll-Laptop zum Beispiel reinpasst. Und das ist ja mal wirklich super, super praktisch. Also ist heute auch in diesem Video von mir eine Antwort versteckt und ja, mal gucken, ob ihr sie findet. Ich werde heute mit euch zusammen in der Küche stehen und ein Sandwich mit euch zubereiten, das ihr super gut mit in die Schule nehmen könnt und das auch ziemlich einfach geht und auch super, super lecker schmeckt. Dazu habe ich dann noch 2 Ideen für einen süßen Snack für zwischendurch, weil ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich kann nicht ohne irgendwas Süßes. Also ich finde, es muss einfach immer dabei sein. Deswegen habe ich dann noch so 2 Ideen, 2 kleine Anregungen. Und für diejenigen, die morgens, so wie ich, eigentlich fast nicht Zeit haben zu frühstücken, habe ich dann eben auch noch einen Frühstücksdrink to go, den ich euch zeigen möchte und der auch wirklich super einfach geht. Und ich würde sagen, dann ja, sehen wir uns dann direkt in der Küche. Diese Dinge werde ich heute mit euch zusammen zubereiten. Fangen wir erstmal mit dem Sandwich an. Dafür benötigt ihr folgende Zutaten. 2 Scheiben Vollkornbrot, in meinem Fall Sonnenblumenbrot, 1 Scheibe Vollkorntoast, 1 Teelöffel Senf, 2 Teelöffel Röstzwiebeln, eine ganz wichtige Zutat, 2 Esslöffel Speisequark, 1 Stück Schafskäse, 1 halbe Avocado, 1 halbe Paprika, etwas Saft einer Limette, etwas Kresse oder Schnittlauch und dann noch 4 Zahnstocher. Was wir als erstes machen, ist die Paprika in Würfel zu schneiden. Und die Avocado in Scheiben. Die können ruhig etwas dünner sein. Diese dann mit Limettensaft beträufeln. Den Schafskäse schneiden wir ebenfalls in Scheiben. Nun nehmen wir 1 Scheibe Toast und 1 Scheibe Vollkornbrot und bestreichen beide mit dem Speisequark. Geben die Paprikawürfel darauf. Darüber die Röstzwiebeln, die auf keinen Fall fehlen dürfen, glaubt's mir. Das Ganze dann gut pfeffern. Und im Anschluss nur die Scheibe Vollkornbrot mit dem Schafskäse und den Avocadoscheiben belegen.
So, und jetzt wird das Toastbrot mit der unbelegten Seite nach unten auf das Vollkornbrot gelegt. Nun widmen wir uns der übrigen Scheibe und bestreichen diese mit dem Senf. Das klingt für manche von euch sicher vielleicht etwas komisch, aber es schmeckt am Ende unheimlich gut. Probiert es unbedingt aus. Darüber geben wir dann noch die Kresse und legen die Scheibe als Deckel sozusagen auf den Rest. Noch etwas andrücken. So, jetzt wird das Sandwich geviertelt. An dieser Stelle können wir schon mal die vier Zahnstocher platzieren. Wichtig ist, dass ihr das etwas kleinere Toastbrot in der Mitte mitnehmt. Dann können wir das Sandwich auch weiter vierteln. So, und dann sind wir auch schon so gut wie fertig. Die Sandwiches könnt ihr mit übrig gebliebenen Paprika- oder Avocado-Stücken verzieren. So, und das wird jetzt noch in eine passende Lunchbox gelegt. Dazu passen noch ein paar gesunde Snacks wie Gurken oder kleine Tomaten. Falls ihr euch morgens übrigens eine Menge Arbeit ersparen wollt, könnt ihr das Sandwich schon am Vortag zubereiten. Ich habe das nämlich ausprobiert, also da wird gar nichts matschig, das geht gut, also könnt ihr das wirklich sehr gut am Abend vorher schon vorbereiten. Dann kommen wir auch schon zu meiner ersten süßen Snack-Idee, und zwar einfach Obst eurer Wahl und Nüsse. Bananen und Walnüsse schmecken in Kombination übrigens wahnsinnig gut. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren, falls ihr das noch nicht kennt. Bei Idee 2 gebt ihr einfach etwas Speisequark in eine geeignete Box zum Mitnehmen, rührt diesen mit etwas Milch glatt und gebt Erdbeeren dazu. Vermischt das Ganze. Und dazu noch Kokosraspeln darüber. Deckel drauf. Fertig. Man sollte morgens vor der Schule natürlich immer gut frühstücken. Für einige, die so sind wie ich, habe ich einen Frühstücksdrink to go vorbereitet. Dazu brauchen wir einen großen Pfirsich, eine halbe Banane, gefrorene Himbeeren, ca. 40 ml Milch und ca. 100 Gramm Joghurt. Die beiden flüssigen Zutaten geben wir als erstes in den Mixer und daraufhin den Pfirsich und die Banane, die Himbeeren legen wir erstmal beiseite. Alles gut durchmixen. Und zur Seite stellen. Nun widmen wir uns den Himbeeren. Diese pürieren wir mit etwas Milch zusammen, entweder mit einem Stand- oder Stabmixer. Ich habe mich aufgrund der geringen Menge für einen Stabmixer entschieden. Dann geben wir zuerst das Pfirsichpüree in einen geeigneten To-Go-Becher und darüber dann das Himbeerpüree. Es gibt nochmal eine richtig schöne rosa Farbe, finde ich. Deckel drauf.
Lasst es euch so wie ich mir jetzt schmecken. Zu meiner Schulzeit fällt mir übrigens gerade eine recht nette Anekdote, wie ich finde, ein. Und zwar hatte ich in der 5. Klasse einen Schwarm und dieser Schwarm hieß Fabian. Und ich weiß nicht, ob es der ein oder andere vielleicht weiß, aber ich habe einen Freund, der ebenfalls Fabian heißt. Und diese beiden Fabians sind, und das ist das Lustige an der ganzen Sache, ein und dieselbe Person. Und zwar sind wir, nachdem er mich in der 5. Klasse nie beachtet hat, 7 Jahre später dann endlich über Umwege zusammengekommen und sind es auch bis heute noch. Und ja, ich dachte, ich erzähle euch das mal, weil ich das doch eine ganz nette Geschichte finde. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das nächste Video findet ihr bei der lieben Supixi direkt, wenn ihr jetzt hier auf den Link geht. Da erscheint dann das Video für euch und da findet ihr auch die nächste Antwort auf die Tagesfrage. Falls ihr irgendwelche Fotos, Tweets oder was auch immer zum Thema Back to School habt oder falls ihr jetzt die Sachen, die ich euch gezeigt habe oder eins von den Sachen nachmachen wollt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns die Sachen schickt und zwar mit diesem Hashtag hier, also auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook, glaube ich sogar auch, könnt ihr diesen Hashtag, den ich euch jetzt hier verlinke oder hier aufschreibe, verwenden. Ich denke, dann werden wir dann auch eine wirklich richtig super coole Back-to-School-Woche haben. Ja, und dann freue ich mich auf euch in meinem nächsten Video. Macht's gut!